wahrscheinlich auch reichen, um das da zu reinigen. So, ja. Der Saft ist schon beinahe Apfelessig. Er sollte selbst gegen diese Verschmutzung helfen. Und schon hat man ein sauberes Fenster. Es wird nicht lange dauern, bis das Fenster wieder von Öl und Ruß verdreckt ist. Aber bis dahin kann man die fantastische Unterwasserwelt genießen. Ich sehe Wasser. Okay, also das Fenster ist jetzt sauber. Die Zeitung ist weg. Mal gucken. Vielleicht müssen wir jetzt mit dem Vieh reden, damit der ins Wasser taucht. Weil er sagte, er geht nicht ins Wasser. Hey Vieh. Euer Herz, was ist das? Ich habe euer Herz gesehen. Es sieht fantastisch aus. Wo habt ihr das nur her? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Man wird mir Kisten über Kisten voll Gold dafür geben. Würde man, wenn ich es verkaufen würde, meine ich. Aber das kommt natürlich nicht in Frage. Schließlich braucht ihr es. Ich will rausbekommen, was der Maschinist vor mir geheim halten will. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Mein Plan ist folgender. Ich klopfe an die Tür. Er versteckt, was immer er verstecken will. Doch während er das tut, schaust du von außen durch das Bullauge. Ich weiß auch, dass das kalt ist. Aber vielleicht hilft uns das, den Maschinisten loszuwerden. Ach nun, komm schon. Es geht um Layla und das Herz. Ausgezeichnet. Und los geht's. Er steckt im Eis. Er steckt im Eis. Ich sag nicht, ne? Moment! Eintreten. Was gibt's? Nichts weiter. Hoffentlich hat das Vieh gesehen, wo der Maschinist sein dunkles Geheimnis versteckt. Ich sollte es fragen. Okay. Er hätte nicht einfach mal so zeigen können oder so. Nein. Das hätte der Maschinist sehen können. Oh! Das arme Vieh zittert. Und, was hast du gesehen? Ach, nun reiß dich doch mal zusammen. Du hast dickes Fell und alles. Frob? Ich glaube, mir ist gerade eine Schwachstelle in meinem Plan aufgefallen. Ein Kabel? Ein Seil? Ein Rohr? Er hat die Sachen also hinter einem der Rohre versteckt. Na also, war doch ganz einfach. Was immer er versteckt, es ist ihm wichtig und er will nicht, dass jemand davon erfährt. Das könnte mir weiterhelfen. Das arme Vieh. Ich finde auch den Teddybären hier sehr geil. Dann wollen wir doch mal sehen. Schmuddelheftchen. Mit Gnomen und Erdwichteln? Kapiere ich nicht. Mit Gnomen und Erdwichteln. Was zum... Wo sind denn...
Die gehen jetzt Munkus Bescheid sagen, dass der Schmuddelheftchen liest. Während er arbeitet. Ich mache jedes Mal drei. Ich spreche nur mit. Nicht? Vielleicht mit ihm? Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der Heftchen ankreiden, würde das bestimmt eine bürokratische Lawine auslösen. Mit Formularen, Berichten, Anhörungen. Vielleicht kann ich das alles irgendwie verkürzen. Wie denn? Würde ich den Maschinisten mit Formularen... Also ich hätte es ja gleich beim Munkus gesagt. Versuch's nochmal. Ich mache jede. Ich spreche. Okay, dann, ja, versuchen wir's beim Maschinisten. Würde ich den Maschinisten beim Kapitän wegen der Heftchen ankreiden? Mit Formular. Es war nicht einfach, die Heftchen zu finden. Wenn ich sie ihm zurückgebe, sucht er sich nur ein neues Versteck. Ein ziemlich gewaltiges Torpedorohr. Das Rohr scheint durchs ganze Schiff zu führen. Ich weiß nicht, was seine Aufgabe ist, doch es sieht aus, als sei es leer. In Ordnung, ich werfe sie so weit nach hinten, wie es geht. Entschuldigung. Was ist denn? Da liegen so Hefte im Torpedorohr. Ich kann nicht genau erkennen, was das für welche sind, aber die gehören da doch bestimmt nicht rein, oder? Hefte? Soll ich reinklettern und sie rausholen? Nein, das mache ich selber. Wegtreten! Die Klappe zu! Die Klappe zu machen? Von mir aus? Krieg mal hin! Nein! Drück bloß nicht den Knopf! Diesen Knopf? Ah! Irgendwie dezimiert die. Hättest deine Praktikanten halt anständig bezahlen sollen. Einen Becher Kaffee. Kein Problem. Eine schöne, heiße Tasse Kaffee. Na komm, dann gehen wir zum Vieh und geben ihm Kaffee. Das arme Vieh. Der sitzt da immer noch. Das wird dir gut tun. Alles klar? Wieder einsatzbereit? Mhm. In Ordnung. Wie geht's weiter? Okay. Ich muss irgendwie die Luke öffnen. Wie öffne ich denn die Luke? Irgendwie im Maschinenraum, oder? Hier ist ein Einstieg. Da war doch gerade... Da! Ach, guck mal. Dann geh mal in die Luke. Flop. Da bist du ja. Beeilung, hier rein. Das Rohr führt dich zum Herzen. Hoffe ich zumindest.
Ich lenke Munkus ab, du holst das Herz und dann treffen wir uns wieder hier. In Ordnung? Na, dann wollen wir mal sehen. Nun, was gibt es? Etwas Schreckliches ist passiert. So, was denn? Der Maschinist ist verschwunden, das Schiff sinkt, ein Einbrecher versucht, das Herz zu stehlen. Der Maschinist ist verschwunden. Das ist bedauerlich. Ich werde ihm meine fliegenden Affen hinterher schicken. War es das? Nein. Nein, es ist noch etwas viel Schlimmeres passiert. Und zwar? Das Schiff sinkt. Darauf werde ich nicht einmal antworten. Sonst noch was? Oh ja. Die Viecher haben einen unglaublich klugen und auch sehr attraktiven Einbrecher engagiert, um den Kristall zu stehlen. Ich dachte, sie hätten dich engagiert. Außerdem wussten wir das bereits. Also, raus mit der Sprache. Was ist passiert? Ich glaube, so wichtig ist es doch nicht. Vielleicht mache ich auf dich den Eindruck, ich sei nicht ausgelastet und würde gerne ein Schwätzchen mit dir halten? Nein. Vielleicht glaubst du, ich wäre hier, um neue, tolle Freunde zu finden, mit denen ich mich auch mal über völlig unwichtige Dinge unterhalten kann? Ich glaube, ich gehe lieber. Ich glaube, ich lasse dich mit der Kanone abschießen, wenn du noch einmal meine Zeit vergeudest. Wird nicht wieder vorkommen. Lest du mal weiter dein Heftchen? Vielleicht ist es wenn ja es auch... Wenn es nach mir geht, werden wir uns niemals wiedersehen, du alte Kaulquappe. Vieh, hast du den Kristall? Her damit. Tut mir leid, Kleiner. Ich muss das tun. Ich, halt die Ohren steif. Das machst du jetzt nicht ernsthaft, oder? Komm schon, hey, denk einfach an das viele Gold. Denk an die Freiheit und Sicherheit, die es bedeutet. Der kleine Kerl kommt schon alleine klar. Und außerdem, er würde für dich auch nicht sein Leben riskieren. Doch, hat er. Nate? Oh, hey, Leila. Wie schön. Du Herz? Hinter dir ein dreiköpfiger Pinguin. Natürlich könnte man sagen, dass... Hinter dir ein dreiköpfiger Pinguin.